Okay, schönen guten Tag. Heute beschäftigen wir uns mit Sprache. Und vielleicht werden Sie sich fragen, was jetzt die Sprache mit Wahrnehmung zu tun hat. Naja, Sprache heißt ja nicht nur sprechen, sondern heißt auch hören, ja. Und Sprache, das werden Sie heute sehen, ist eine der komplexesten Wahrnehmungsleistungen überhaupt. Also die Sprachreize sind extrem kompliziert. Und es ist ein wahres Wunder, dass das alles überhaupt funktioniert. Und es zeigt sich aber auch daran, dass Sprache wirklich eine Leistung ist, die spezifisch für uns Menschen ist. Also wie kompliziert und komplex und schwierig das ist. Wir werden uns am Anfang ein bisschen mit der Struktur der Sprache auseinandersetzen. Also was Phoneme, Morpheme und so Sachen sind. Aber nur so weit, wie es für die Wahrnehmung auch wichtig ist. Dann werde ich eingehen auf die Verarbeitung der Sprache im Gehirn und welche Areale dafür bedeutsam sind. Und da war Sprache wirklich ein Vorläufer, weil das praktisch, also das der allererste Bereich war, Funktionsbereich, wo man wirklich ganz genau sagen konnte, wo im Gehirn eine gewisse Funktion eben lokalisiert ist. Es war in den 1860 rum, da hat ein französischer Arzt namens Broca einen Patienten gehabt, der dann kurz darauf gestorben ist. Der Patient hatte große Schwierigkeiten, sich sprachlich zu äußern, und als Broca das Gehirn dann untersucht hat, konnte er feststellen, dass da genau in einem bestimmten Bereich eine Schädigung da war, und dass diese Schädigung hat sich dann auch bei ein paar anderen Patienten noch gezeigt. Wir werden also uns diese Areale ansehen, und das Interessante an diesem Areal, diesem Broca-Areal und auch dem Wernicke-Areal, diesen Bereichen, die für die Sprache zuständig sind, ist, dass die in erster Linie auf einer Seite des Gehirns sind, ja, auf der linken, in der linken Gehirnhälfte. Und Sprache ist eine der wenigen Funktionen oder ist im Prinzip die einzige Funktion, die so deutlich lateralisiert ist. Und ich werde Ihnen am Ende der Vorlesung, gegen Ende der Vorlesung, ein paar Phänomene zeigen an Patienten, bei denen die beiden Hirnhälften wirklich getrennt wurden durch chirurgisch notwendige Eingriffe. Die zeigen, dass unsere beiden Hirnhälften unter diesen Bedingungen wirklich unabhängig voneinander arbeiten können und dass nur eine von diesen beiden Hirnhälften auch sprechen kann. Und das ist also schon ein sehr interessanter bis sensationeller Befund. Okay, jetzt fangen wir aber an mal mit ein paar Definitionen. Also Sprache ist zunächst mal ein hierarchisch gegliedertes Kommunikationssystem. Das heißt einfach, es gibt Basiseinheiten, das sind die sogenannten, das sind die Sprachlaute, die sogenannten Phoneme, die werden dann zu Worteinheiten zusammengefasst, zu Morphemen und zu Satzeinheiten, zu Phrasen. Und diese Basiseinheiten, die werden dann mit Hilfe von Syntax zu Propositionen, zu bedeutsamen Inhalten zusammengefasst. Und das mit der Syntax hört sich immer so nach Gesetz an und irgendwie so nach überflüssiger Administration. Ja. Man will ja eigentlich nur den anderen irgendwie sagen, also irgendwie eine Meinung vermitteln. Ja. Ob das jetzt syntaktisch richtig ist oder falsch, das ist, da würde man sagen, solange man es versteht, ist es okay. Das ist aber eine arge Unterschätzung der Syntax. Syntax ist eigentlich wirklich der Aspekt, der das spezifisch menschlich an der Sprache ausmacht, und es besteht scheinbar auch wirklich ein angeborenes Verlangen nach syntaktischer Struktur. Da gibt es also Beispiele, also in Haiti um 1900 rum, da war das praktisch ein Schmelztiegel von allen möglichen verschiedenen Einwanderern. Ein Einwandern ist irgendwie eine
komische Formulierung. Im Prinzip waren es lauter Sklaven, die aus der ganzen Welt zusammengetrieben wurden und von dort aus dann weiterverkauft wurden. Ja. Aber es kamen ganz viele verschiedene Kulturen und auch Sprachen zusammen. Und die Leute mussten sich aber dann trotzdem irgendwie verständigen. Und die haben das am Anfang gemacht mit einer Sprache, die irgendwie so einfach nur pragmatische Einheiten hatten. Solche Sprachen nennt man Pidgin-Sprachen. Zum Beispiel Pidgin-Englisch gibt es auch. Und dann hat sich aber aus dieser Pidgin-Sprache tatsächlich auch eine syntaktische Struktur entwickelt, obwohl da praktisch eine Isolation vorherrschte. Ja, es gab keine Notwendigkeit für die Syntax. Aber die Syntax wird eben da in der Beziehung oftmals unterschätzt. Und es gibt neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn man Probanden irgendwelche Sätze vorspielt, in denen syntaktische Fehler drinnen sind, dann reagiert das Gehirn ganz, ganz schnell und ganz, ganz massiv. Also die Syntax ist schon sehr wichtig. Die Entwicklung der Sprache ist auch sehr speziell. Es gibt nämlich dafür eine kritische Periode. Wenn Kinder in Isolation aufwachsen, was Gott sei Dank nur sehr, sehr selten vorkommt, aber wenn dann ein bestimmtes Alter überschritten ist, dann können die keine Sprache mehr entwickeln. Von diesem Kaspar-Hauser-Phänomen haben Sie sicher schon gehört. Also das Gehirn muss in einer bestimmten Phase die Sprachentwicklung durchlaufen. Und wenn Sie mal ein Kind bei der Sprachentwicklung beobachten können, ja, über Monate hinweg, dann ist es wirklich erstaunlich und sensationell, wie dann erst aus dem Gebrabbel dann ein paar Wörter werden und dann diese Anzahl der Wörter wirklich exponentiell steigt. Interessant ist, dass also die Sprachen haben unterschiedliche Grundlaute, ja, unterschiedliche kleinste Bedeutung, kleinste Einheiten, die den Lauten Bedeutung geben, das sind die sogenannten Phoneme. Und Phoneme sind einfach dadurch definiert, dass es in einer bestimmten Sprache Paare von Wörtern gibt, die sich nur in diesem Phonem unterscheiden. Ja, in Deutsch ist zum Beispiel R und L, das sind zwei Phoneme. Und das ist nötig, weil es Wörter gibt, die sich nur in dem R und dem L unterscheiden, wie Rot und Lot, ja, oder Reise und Leise. Ja, wenn man das R und das L nicht unterscheiden könnte, dann kann man diese Wörter nicht unterscheiden. Ja, darum sind das Phoneme. Und darum entwickeln eben die Kinder, die in Deutschland aufwachsen, die lernen diese Phoneme, während Kinder, die in Asien zum Beispiel aufwachsen, im Japanischen zum Beispiel, da gibt es keine Wörter, die sich nur in R und L unterscheiden. Drum lernen die Kinder diese Unterscheidung nicht und sie haben dann nur eine Einheit und sagen dann auch meistens L, wenn im westlichen Sprachen dann R gemeint ist. Das Interessante ist aber jetzt, dass im Laufe der Entwicklung, wenn die Kinder zuerst zur Welt kommen, sie eigentlich erstmal die Phoneme aller Sprachen beherrschen und dann erst im Laufe der Entwicklung sozusagen manche Unterscheidungen verloren gehen, weil sie einfach nicht mit dieser Sprache sich auseinandersetzen und diese Sprache nicht hören. Da kommen wir aber dann später nochmal genauer drauf zu sprechen. Und es wurde auch gezeigt, dass Babys schon Laute verschiedener Sprache unterscheiden können. Ja, solche Experimente sind natürlich schwierig zu untersuchen, aber man kann damit, indem man guckt, wo die Babys den Kopf hinwenden oder ob sie, wenn sie die eine Sprache hören und dann eine andere Sprache, ob sie dann eine Orientierungsreaktion zeigen. Aber das wird Ihnen die Frau Schwarzer in der Entwicklungspsychologie sicher alles ganz genau sagen oder beziehungsweise schon gesagt haben. Es ist nicht nur die Entwicklung der Sprache im Laufe der Kindheit interessant, sondern es ist auch sehr interessant, sich mit der Sprache, mit der Evolution der Sprache auseinanderzusetzen. Und die Neandertaler, die hatten vermutlich noch keine sprachliche Kommunikation, aber vermutlich hatten sie Gesten und Sprachlaute.
Aber die eigentliche Sprache, so wie wir sie kennen, die ist rein motorisch ein sehr, sehr komplexes Phänomen. Und dazu sind gegenüber dem Neandertaler also anatomische Veränderungen notwendig, die dann erst beim Homo erectus eingetreten sind. Und dazu gehören die Abrundung der Zunge, ein längerer Hals und vor allen Dingen ein tiefer gelegter Kehlkopf. Und diese Anatomie mit dem tiefer gelegten Kehlkopf, die erlaubt dann die schnelle Produktion von Sprache. Aber die hat auch einen massiven Nachteil. Ja? Wenn der Kehlkopf sehr weit unten ist, dann erstickt man leichter. Ja? Hier sehen Sie in dieser Abbildung, hier unten ist der Kehlkopf und die Stimmbänder. Ja? Das ist die Speiseröhre, das ist ziemlich weit unten im Hals. Das heißt, also rein was das Essen betrifft, hatte das einen ziemlichen Nachteil, aber dieser Nachteil wurde mehr als aufgewogen durch den Vorteil, den es bot, sich wirklich sprachlich miteinander kommunizieren zu können. Also die Sprache, der spracherzeugende Apparat, also da dran Gaumen, Stimmbänder, Kehlkopf, die Zunge, also ganz, ganz viel Elemente im Mundraum dazu bei. Und ich will Ihnen mal einen Film zeigen, der das illustriert. Das hier ist eine Röntgenaufnahme. Und zwar keine statische, sondern eine dynamische Röntgenaufnahme. Und ich spiele das jetzt nochmal ab, wenn Sie sich mal anschauen, ja, was hier unten, am unten linken Rand, ja, da wo die Stimmbänder und der Kehlkopf sind und die Zunge, also was da passiert, das ist ein sehr, sehr komplexes motorisches Programm. Aber wir haben natürlich auch im Laufe der Kindheit viel Zeit, um da zu trainieren. Diese Aufnahme, dieses Video, das ist mehr als 40 Jahre alt. Und heutzutage wird man sowas nie mehr machen und nie mehr machen dürfen, weil die Röntgendosis, die man dazu benötigt hat, sehr, sehr hoch war. Aber das hat man dann erst später so richtig gemerkt. Aber drum ist das ein besonderer Schatz. Ja? Und es gibt noch keine andere Methode, mit der man diesen spracherzeugenden Apparat so in der Art und Weise visualisieren kann. Okay, jetzt haben wir gelernt, dass diese anatomischen Veränderungen nötig sind, um Sprache zu generieren. Und die Frage ist, erübrigt sich dann natürlich, ob man jetzt zum Beispiel auch Affen, ob Schimpansen auch sprechen können. Ja, die haben einfach nicht diese anatomischen Veränderungen, von daher können sie nicht die gleichen sprachlichen Laute produzieren wie wir. Aber Forscher haben sich natürlich schon ganz lange damit beschäftigt und haben geguckt, ob man nicht Affen auf andere Art und Weise Sprache lernen kann. Und in den 60er Jahren vor allen Dingen gab es also einige Primatenforscher, die dann einen Schimpansen oder eine Schimpansin mit nach Hause nahmen und die praktisch so großzogen wie ein Kind und dann versucht haben, den Schimpansen dann Zeichensprache beizubringen, entweder die Zeichensprache der Tauben oder eben solche spezielle symbolischen Sprachen. Und es gab hier zum Beispiel eine Schimpansin namens Sarah, die hat also schon gewisse Reihen von diesen Symbolen dann eingeben können und hat sich damit zumindest gegenüber dem Forscher, der die im Haus großgezogen hat, verständlich machen können. Es gab dann, und es sah dann eigentlich so aus, als ob die Affen also eigentlich die Kapazität zur Sprache haben, weil sie sich eben so symbolisch ausdrücken können. Es gab aber dann weitere Untersuchungen an diesen Phänomenen und im Prinzip hat man dann gemerkt, dass die Schimpansen so ihre Bedürfnisse da eigentlich nicht grammatikalisch ausdrücken können, sondern dass sie eben lernen,
was zum Beispiel was den Menschen dann dazu bringt, irgendwie bestimmte Sachen zu machen. Genauso wie wenn Sie ein Haustier haben, ja, eine Katze oder einen Hund, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie auch mit dem Tier reden. Ja. Und man hat auch den Eindruck, dass einem das Tier irgendwie was sagen will. Und das liegt einfach daran, dass das Tier einen sehr gut trainiert hat, um so auf bestimmte Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Im Prinzip ist es so, dass nach 50 Jahren Forschung geht man eigentlich davon aus, dass die Tiere, also auch die Schimpansen, das nicht so richtig auf die Reihe kriegen. Und auch wenn sie Zeichensprache lernen, dann fühlt es sich doch nicht ganz so richtig an. Das Interessante ist, dass die tierische Kommunikation, die der menschlichen Sprache am nächsten kommt, der Gesang von Singvögeln ist. Und da gibt es verschiedene Ähnlichkeiten mit Menschen. Also bei den Singvögeln singen hauptsächlich die Männchen, um die Weibchen zu werben. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel drei verschiedene Singvögel. Und da ist jeweils ein Spektrogramm und ein Sonogramm. Und wenn Sie sich das anhören, dann kann man feststellen, dass diese unterschiedlichen Arten von Singvögeln ganz unterschiedlich singen. Ja? Das sind, die sprechen eine unterschiedliche Sprache. Und die Frage ist, wie lernen die Singvögel den Gesang? Ja, und das ist eigentlich ganz ähnlich wie beim Menschen, dass es auch eine kritische Periode gibt. Und das heißt, wenn die Vögel den Gesang nicht während dieser kritischen Periode erlernen, dann ist es zu spät. Also die brauchen jemanden, der ihnen das beibringt, und das sind natürlich die Eltern. Und die Vögel lernen dann praktisch den Gesang der Eltern wiederzugeben. Wenn sie den hören, das ist jetzt eine Sumpfammer, die praktisch normal aufwächst. Und man sieht hier das Sonogramm. Und wenn aber die Sumpfammer alleine aufwächst, also ohne den Vorsänger, ohne die Vogeleltern, dann sieht das Sonogramm hier ganz anders aus. Und wenn dann auch noch das Gehör geschädigt wird, dann gibt es überhaupt keinen Gesang mehr. Ja. Das heißt also, das ist irgendwie das ist so ähnlich wie beim Menschen. Es ist diese kritische Periode da, und die Sprache oder der Gesang, die werden praktisch von den Rollenbildern erlernt. Ein weiterer Punkt, der ähnlich ist bei den Vögeln und Menschen, ist, dass auch bei den Vögeln der Vogelgesang in einer Hirnhälfte lateralisiert ist. Das ist also den Grund dafür, also auch den Grund dafür, warum jetzt Sprache lateralisiert ist, den weiß man eigentlich. Also da gibt es natürlich ganz viele Hypothesen, aber es ist nicht klar, also es gibt keinen Beweis, warum das jetzt so sein muss. Also wenn man sich jetzt die Sprache bei den Tieren anschaut, dann ist sicherlich der Vogelgesang diejenige Kommunikation, die am meisten Ähnlichkeit mit menschlicher Sprache aufweist. Also er ist früh erlernt, hat eine kritische Periode und diese neuronale Asymmetrie oder Lateralisierung. Affen können zwar lernen, Symbole aufeinander zu reihen, aber es ist eher nicht der Fall, dass sie eben auch grammatikalische Strukturen besitzen und interne Zustände ausdrücken können. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Sprache und den Sprachreizen. Die Sprache wird also generiert, also Sprache besteht aus einer Grundfrequenz. Also hier sehen Sie
ein Spektrogramm, das heißt, hier ist die Zeit aufgetragen und auf der Y-Achse die Frequenz, in der die Sprache, also in der einfach, wie sich der Schalldruck ändert bei der Sprache. Und die Sprache besteht eben aus einer Grundfrequenz, die ist relativ niedrig, so um die 200 Hertz rum, aber durch die Vibrationen der Stimmbänder werden diese Obertöne produziert und die sind dann in dem Bereich zwischen 1 und 5 Kilohertz hauptsächlich. Und es gibt dann sogenannte Formanten, das sind Frequenzübergänge hier von dem Grundfrequenz zum Oberton, hier dieser Anstieg da oben. Das hier sind zwei Obertöne und dann treten auch noch hin und wieder solche Bursts auf, also solche Platzer, wenn nach einer Stille, hier zum Beispiel we go, ja, da ist so eine Stille drin und dann kommt dieses go, das ist der Burst. Und die Sprache, also diese verschiedenen Frequenzzusammensetzungen, die kommen eben zustande durch die Resonanz des Vokaltrakts und indem die Form des Vokaltrakts sich dann ändert. Die Sprache hat die Eigenschaft, also wenn wir uns geschriebene Sprache ansehen, ja, dann haben wir einzelne Buchstaben, die Buchstaben werden zu Wörtern zusammengesetzt, die Wörter zu Sätzen und die Sätze zu ganzen Texten. Ja. Jetzt könnte man sich überlegen, dass es bei der Sprachgenerierung genauso ist, ja, dass wir jetzt zwar nicht Buchstaben, aber Phoneme haben und für jeden dieser Phoneme haben wir ein Programm und dann werden diese Programme einfach hintereinander gereiht. Ja. Aber das ist nicht so. Wenn man sich hier also wieder das Spektrogramm von dem ganzen Satz ansieht, dann ist ja eigentlich keine richtige Lücke vorhanden. Ja? Es wäre sehr schwer hier zu sagen, wo jetzt die einzelnen Wörter sind. Ja? Und ich kann Ihnen den Satz auch gerne mal vorspielen. Haben Sie was verstanden? Where were you a year ago? Wo waren Sie vor einem Jahr? Und es gibt keine Lücke zwischen den einzelnen Phonemen. Die einzige Lücke ist hier zwischen dem go. Ja? Da ist die Lücke drin. Das heißt, wenn man jetzt, das heißt, es gibt schon mal ein paar Sachen, also man kann die Wörter nicht einfach vertauschen. Die hängen auch von der Reihenfolge ab. Und wenn man jetzt zum Beispiel Sprache erkennen möchte, Spracherkennung, dann ist es auch sehr, sehr schwierig. Und es war lange Zeit hat es einfach nicht funktioniert. Ja. Als ich studiert habe, gab es zwar Spracherkennungsprogramme, aber die haben schlichtweg überhaupt nicht funktioniert. Inzwischen gibt es Spracherkennungsprogramme, die funktionieren, aber die wichtigste Eigenschaft davon ist, damit sie funktionieren, müssen sie lernen, wie ein einzelner Redner spricht. Dann kann man Fehlerraten erreichen, die also wirklich sehr niedrig sind. Es ist, wenn man hier zum Beispiel einen Satz nimmt und dann einfach die einzelnen Wörter in zufälliger Reihenfolge aneinander gibt, dann versteht man gar nichts. Ja? Jetzt die einzelnen Wörter noch mal langsamer. Versteht man auch nichts. Ja. Wenn sie in der richtigen Reihenfolge sind, aber langsam, geht es auch nicht. Wenn man es ein bisschen schneller macht, da könnte man schon das eine oder andere Wort erraten, ja? Zum Beispiel guess. Okay, und das ist der... Man muss sich in das Englische ein bisschen immer rein... Also der Satz heißt, I want you to try and guess what all the words are in this tale. Aber was das klar machen sollte, ist, dass eben
gesprochene Sprache und gehörte Sprache nicht so eine statische Aneinanderreihung von einzelnen Bestandteilen ist, sondern dass die flüssig ineinander übergehen, dass die auch zum Teil davon abhängen, was jetzt als nächstes kommt, ja? Und was eben daraus erkennen können, aus dieser Tatsache, dass es eigentlich sehr, sehr schwieriger, komplexer Prozess ist, ist, dass wir ganz viel Übung drin haben und sehr, sehr gut darin sind. Und wir sind auch gut, weil wir die einzelnen Komponenten in Kategorien zuordnen. Das nennt sich kategoriale Wahrnehmung. Und was es ist, möchte ich Ihnen jetzt auf den nächsten paar Folien erläutern. Also so ein einzelner Sprachlaut, das haben wir schon gesagt, der ist durch die Frequenzzusammensetzung und durch die Frequenzübergänge gekennzeichnet. Ja? Und hier haben wir zum Beispiel, wenn jemand sagt Ba, dann sieht das Spektrogramm ungefähr so aus. Ja? Man hat hier die Obertöne und hier die Formanten vorne dran. Ba. Wenn jemand sagt Da, dann sieht das Spektrogramm so aus. Ja? Das heißt, hier der Teil, der ist identisch, der Oberton ist identisch, bloß der Formant, der kommt hier von der tiefen Frequenz nach oben und hier geht es von der hohen Frequenz nach unten. Das ist der Unterschied zwischen Ba und Da. Und jetzt kann man natürlich hergehen und diese Reize aneinander annähern. Ja? Man kann diesen Formanten hier ein bisschen flacher machen und den hier auch ein bisschen flacher machen, bis die gleich sind. Also man morpht sozusagen zwischen diesen beiden Exemplaren. Und was man dann, und dann könnte es natürlich sein, dass irgendwo, wenn man sowas dazwischen hat, dass es was anderes ergibt, ja? Was man vorher gar nicht hatte. Aber was sich zeigt, ist, dass diese Reize, wenn man von hier den Formanten flacher macht, die hören sich immer noch nach Bar an. Das ist immer noch Bar, Bar, Bar. Und wenn man dann irgendwann einen gewissen Punkt überschreitet, ab dann ist es Da, Da, Da. Es gibt hier sozusagen eine Kategoriengrenze und alles, was links davon ist, das ist Bar und alles, was rechts davon ist, ist Da. Und wir hören nur eine dieser beiden Möglichkeiten. Es gibt sozusagen keine Mischung. Und das ist hier illustriert, also wenn man ein Identifikationsexperiment macht und diese ganzen Formanten darbietet. Dann am Anfang war Ba und am Ende war es Da. Und irgendwo, wenn man die Versuchspersonen fragt, dann kriegt man heute hier nicht so einen graduellen, linearen Übergang, ja, sondern hier ist es immer Ba und hier ist es immer Da. Und es gibt da so eine ganz scharfe Grenze. Und wenn man jetzt Versuchspersonen nicht nur die Identifizierung machen lässt, ja, wo sie eben sagen müssen, ist es Bar oder Da, sondern wenn man ihnen zwei Reize hintereinander darbietet und die müssen dann wirklich sagen, ob die gleich oder unterschiedlich sind, also dass die Diskriminationsleistung gemessen wird. Das ist ein Paar, das ist ein anderes Paar. Dann findet man, dass die Unterscheidungsleistung innerhalb einer Kategorie. Also wenn die zwei Reize sich irgendwie unterscheiden, aber beide fallen in diese Bar-Kategorie, dann ist die Unterscheidungsleistung sehr schlecht. Wenn die beide in die Da-Kategorie fallen, dann ist sie auch sehr schlecht, aber an dieser Kategoriengrenze, da wo der Übergang, der subjektive Übergang stattfindet, ja, da ist man sehr, sehr gut, die zu unterscheiden. Und das kennzeichnet die kategoriale Wahrnehmung. Ja. Es gibt eine scharfe Phonemgrenze, die Diskrimination ist am besten an der Grenze und die Diskriminationsleistung kann man praktisch aus der Identifikationsleistung vorhersagen. Ein anderes Beispiel für kategoriale Wahrnehmung ist die Farbwahrnehmung. Ja. Wenn Sie sich einen Regenbogen ansehen, dann hat der Regenbogen eigentlich, also der hat einfach monochromatische Lichter,
in einem ganz kontinuierlichen Bereich von Wellenlängen. Man sieht aber in dem Regenbogen wirklich Streifen, weil man eben innerhalb von einer Kategorie, Rot meinetwegen, diese monochromatischen Lichter nicht unterscheiden kann, sondern nur zwischen den Kategorien von Rot nach Orange zu Gelb. Und in unterschiedlichen Sprachen werden eben dann unterschiedliche Bereiche des akustischen Raums unterscheidend gemacht. Ja? Während wir, also das Bar und Da war jetzt ein Beispiel, oder R und L wäre ein anderes Beispiel. Da kann man sich auch die Formanten ansehen. Und R, beim R sehen die zweiten und dritten Obertöne eben so aus, und beim L sehen sie ein bisschen anders aus. Und wir haben gelernt, das zu unterscheiden, während im Japanischen eben diese Unterscheidung nicht nötig ist und das alles hier zu einem R zusammengefasst wird. Es ist aber nicht so, dass jetzt, okay, wenn man in Asien ist oder mit Asiaten redet, dann ist es natürlich furchtbar lustig. Ja? Aber wir haben natürlich das gleiche Problem. Ja? Und zum Beispiel gibt es im Tamil drei verschiedene T-Laute, die im Englischen und im Deutschen einfach ununterscheidbar sind. Aber in dem Tamil, da werden die eben ganz genau unterschieden. Die Unterscheidungen sind manchmal sehr schwierig. Ja? Also hier zum Beispiel ist das Spektrogramm aufgezeichnet für Rice und Lice. Ja? Das ist dieser Unterschied zwischen dem R und dem L. Und wenn Sie sich das ansehen, dann ist das wirklich also minimal. Ja? Und das, man muss eben das jahrelang erlernen. Und Phonem sind eben, also Phone sind einfach überhaupt Sprachlaute, die benutzt werden von der Sprache. Und die Phoneme sind dann die, die in einem Kontrast zu einem anderen benutzt werden. Eben zum Beispiel das R zwischen Rot und Lot, Reise, Leise, das ist im Deutschen ein Phonem. Und unterschiedliche Sprachen benutzen eben unterschiedliche phonemische Kontraste. Das heißt, die Phoneme, die werden immer durch so minimale Paare definiert. Und im Englischen und im Deutschen gibt es eben solche minimale Paare zwischen R und L, und im Japanischen gibt es die nicht. Hier ist es nochmal dann. Wenn man jetzt für die kategoriale Wahrnehmung bedeutet das dann natürlich, dass also im Deutschen und im Englischen diese Kategoriengrenze zwischen dem R und dem L gibt. Ja. Sag's hier mal nochmal. Und da findet man eben natürlich diese unterschiedliche Identifikation. Die würden japanische Sprecher überhaupt nicht haben. Und englische Sprecher, die können an der Kategoriengrenze eben die verschiedenen Phone sehr, sehr gut unterscheiden. Ja, hier geht die Unterscheidung rauf, während japanische Redner keinen Unterschied in der Unterscheidung zeigen. Das ist immer gleich. Und ein Phänomen, das ich vorher schon ganz am Anfang erwähnt habe, was sehr interessant ist, ist eben bei der Sprachentwicklung bei den Babys. Und das sind Studien, die wurden 1981 durchgeführt. Da haben wir diese drei verschiedenen Hindi-T untersucht. Und die Hindi-Erwachsenen, die können diese drei verschiedenen Ts natürlich ganz gut unterscheiden. Und englische und deutsche Erwachsene können das nicht. Ja? Also die Hindi-Erwachsenen, die können das unterscheiden. Die englischen Erwachsenen, die können es nicht. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man diese Reize Babys darbietet. Und da kam ihm das absolut Sensationelle raus, dass die englischen Babys im Alter von 6 bis 8 Monaten diese Unterscheidung noch konnten. Das heißt, da konnten die diese drei verschiedenen Thesen noch unterscheiden. Das wurde in Adaptationsexperimenten gemacht, wo ihm dann
entweder das gleiche Tee dargeboten wurde oder eben dann ein anderes auf einer anderen Seite. Und wenn das Baby dann den Kopf gewendet hat, dann wusste man, dass es eben dieses andere Tee erkannt hat. Und also mit 6 bis 8 Monaten können die Babys das noch unterscheiden. Dann mit 8 bis 10 Monaten, da geht es schon schlechter. Und dann mit 10 bis 12 Monaten, da können die das nicht mehr. Ja? Die haben das verlernt. Und das ist auch der Zeitraum, wo die eigene Sprachentwicklung dann losgeht und wo eben dann die Sprache eingestellt oder ja, die Sprachgenerierende und das Sprachhörsystem auf die eigene Sprache, auf die Phoneme der eigenen Sprache eingestellt wird. Was wir hören, hängt aber nicht nur davon ab, welche auditorischen Reize wir haben, sondern es hängt auch davon ab, was wir sehen. Ja, Sie kennen ja das Phänomen, dass wir manchmal irgendwas hören, aber die Lippenbewegungen eigentlich ganz andere sind. Und hier in Deutschland werden ja im Fernsehen eigentlich alle ausländischen Filme gesynkt zeigt. Das heißt, man hört die Sprache, die dann eigentlich nicht zu den Lippenbewegungen passt, aber man gewöhnt sich da ziemlich dran. Ja, es fällt einem nicht mehr auf, wenn dann Leute aus dem Ausland sich das ansehen, die dann entweder normalerweise eben Untertitel haben, also die sehen das sofort, dass das nicht passt. Ja, das finde ich auch ein interessantes Phänomen. Aber was wir verstehen, was wir hören, das hängt eben nicht nur davon ab, welcher Ton jetzt vom Bildschirm kommt, sondern auch, wie die Lippen bewegt werden. Ja. Das heißt, und wenn wir zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zu dem Da, Da und Ba, Ba. Wenn hier, ich zeige Ihnen das an dem Video, bei den... Wenn Sie jetzt die, was Sie am besten machen ist, Sie gucken sich eine Person an und gucken dann, was Sie jetzt hören, was diese Person, welchen, ob die Person wahr sagt, da sagt oder bar sagt. Ja? Und dann gucken Sie eine andere Person an und dann die dritte. Ja? Und dann werden Sie merken, fangen wir nochmal von vorne an, dass das Verstandene eben nicht nur vom akustischen Reiz abhängt, sondern auch vom visuellen Reiz. Also rechts war es ganz klar, ba, ba, links war es wa, wa, und jetzt ist die Frage natürlich, was sagt er eigentlich? Ja, das sind ja, Sie gucken jetzt sich die 3 verschiedenen Personen an und verstehen was anderes, aber der akustische Reiz ist ja immer das gleiche. Ja? Es gibt nur einen Soundtrack, ganz egal wo Sie hingucken. Und wenn Sie wissen wollen, was eigentlich gesagt wird, dann müssen Sie einfach die Augen zumachen. Und die Modulation kommt einfach durch die entsprechenden Lippenbewegungen zustande. Okay, jetzt haben wir gesehen, dass Sprache spezifisch ist für einen Menschen, wie sich Sprache zusammensetzt, wie die Sprachreize aussehen. Und jetzt gucken wir uns im zweiten Teil der Vorlesung an, wie Sprache im Gehirn verarbeitet wird. Und 2 Regionen sind da ganz, ganz wichtig, das Wernicke und das Broca-Areal, sind für das Verstehen und das Sprechen von der Sprache. Und bei den meisten Menschen ist die Sprache in der linken Hirnhemisphäre lateralisiert. Hier sehen Sie ein Gehirn, in dem das Broca-Areal
speziell gekennzeichnet ist. Und was Sie hier unten sehen, ist die Originalaufnahme von dem Gehirn von dem Patienten Tan. So wurde er genannt, den Patienten von Broca. Broca war ein französischer Landarzt, der wirklich durch diese Publikation da sehr bekannt wurde. Und der Patient, der kam eben zu ihm und der konnte eigentlich nur noch Tan sagen. Und darum wurde er dann auch Monsieur Tan bezeichnet. Und er konnte aber eigentlich er konnte die Sprache verstehen, ja? Er konnte Anweisungen befolgen, er hatte eigentlich noch ein gutes Verständnis, aber er konnte nur die Sprache eben nicht mehr selber generieren. Und der Monsieur Tan ist dann kurz darauf gestorben und dann wurde sein Gehirn seziert und da wurde gefunden, dass ihm da so eine massive Schädigung in diesem Areal ist und das konnte dann an anderen Patienten auch noch belegt werden und unterstützt werden. Und das, seither wird dieses Areal als das Broca-Areal bezeichnet und das Interessante daran auch war, dass eben fast alle Patienten, die solche Schädigungen aufwiesen, die Schädigungen in der linken Hirnhälfte hatten. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, vielleicht hat es was damit zu tun, ob man Linkshänder oder Rechtshänder ist. Das ist nicht der Fall. Also es gibt ganz wenige Menschen, bei denen die Sprache in der rechten Hirnhälfte lokalisiert ist. Viel, viel weniger, als es Linkshänder gibt. Und man kann, ich sage dann nachher vielleicht, man kann es auch testen. Früher war es ein bisschen schwierig, jetzt kann man es auch in Verhaltensexperimenten schon testen, ob die Sprache links oder rechts lokalisiert ist. Sprachstörungen gibt es unterschiedliche. Also es gibt Wortfindungsstörungen, in Pausen oder Füllwörter benutzt werden. Paraphrasien, die dann entweder phonetisch sein können, dass man Molane sagt statt Melone, oder semantisch, Frau statt Tochter. Neologismen, also Wörter, die sich irgendwie nach Wörtern anhören, aber keine Bedeutung haben, wie Sinef oder Perentia, leeres Gerede, Agrammatismus, wenn Funktionswörter weggelassen werden, oder Alexie, wenn man nicht lesen kann, oder Agraphie, wenn man nicht schreiben kann. Diese aphasischen Symptome, die finden sich unterschiedlich stark bei unterschiedlichen Schädigungen von verschiedenen wichtigen Arealen. Und die Areale, die im ganz besonders wichtig sind, ist natürlich ganz klar das Broca-Areal, das hatten wir schon. Das Broca-Areal ist sehr, sehr wichtig für das Generieren von Sprache. Es gibt ein zweites ganz bedeutendes Areal, das wird als das Wernicke-Areal bezeichnet, nach dem deutschen Neurologen Karl Wernicke, der es 1874 entdeckt hat, in seiner Habilitationsschrift. Da war er noch keine 25 Jahre alt. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Und dieses Wernicke-Areal, das ist für das Verstehen von Sprache zuständig. Und ich werde Ihnen jetzt ein kurzes Interview vorlesen, in dem man einen Patienten hören kann, der zwar in der Lage ist, Sprache zu erzeugen, aber die Sprache eigentlich nicht verstehen kann. Also bei den Broca-Patienten wäre es genau umgekehrt. Da müsste ich nicht viel vorlesen. Bei den Wernicke-Patienten, da ist eben die Sprachgenerierung funktioniert da, aber eben das Verständnis, das fehlt. Der Text, der kommt aus einem Buch von Georg Golgenberg, das ist ein Münchner Kollege über Neuropsychologie. Und das ist wirklich ein ganz tolles und spannendes Buch, eben weil da auch ganz viele Fallbeschreibungen drin sind. Und bei den Patienten ist eben auch also diese Wernicke-Region betroffen. Und der Georg Golgenberg, der fragt ihn jetzt zuerst, was sind Sie denn eigentlich von Beruf? Und der Patient antwortet, was wollen Sie? Was Sie von Beruf sind? Meine Red Bussen oder was? Nein, Ihr Beruf. Was machen Sie beruflich? Was arbeiten Sie oder haben Sie gearbeitet? Das ist noch ganz gut. Die Red Bussen, ja, die sind noch ganz gut. Der Patient zeigt dabei auf seine Zähne. Nein, nicht die Zähne. Was Sie vom Beruf sind? Sind Sie Handwerker oder Beamter?
ja, die Einladungen muss ich schon irgendwie belust, irgendwie was ses oder rufen tue ich für solche Sachen. Haben Sie Familie? Was ich gewohnt habe jetzt? Ja, ich war mal den, wie ich die, wann war denn das? Ich war in der, bei Ding war ich auch, bei der Fucke war ich auch beigetreten. Ich habe weder Ärzte, ich habe keine. Ich habe mehr so ungestanden und so und eine Lage. Die von dir gewesen sind, die kommen doch mit mir. Die kommen schon mit mir, was wir da machen. Und Drof hat überhaupt nie was geritten. Früher habe ich ja viel erregt und vieles gemacht, alles. Aber früh, die haben die Ärzte, ich weiß es nicht, die das waren, ja, ich war ja da in der Spätpost beim letzten Osten. Was wir da beim Essen was bekommen haben, zum Essen, aber was wir alles, wir haben uns sowas. Ich war ja früher, war wirklich ein Fußballer. Ein Fußballer waren Sie? Ein Fußball ich auch, ja. Hab ja alles wehgetan und wehgetrieben. Und hab die gesagt, die haben mir gesagt immer, Sie, das muss man ja doch was machen können, nicht der Arzt. Der Arzt hat da, ist wenige dazu für uns, für unsere Füße ihm sowas gesetzt haben. Aber wir wurden weiter nichts. Also Sie sehen, der Text hört sich jetzt, wenn man den Text jemanden vorlesen wird, der überhaupt kein Deutsch spricht, ja, in einer ganz anderen Sprache kommt, dann hört sich das irgendwo nach Sprache an. Also die Sprache wird richtig generiert, aber es sind natürlich nur ganz, ganz wenige Inhalte da. Ja. Man kann vielleicht noch erschließen, dass der Patient früher Fußball gespielt hat und dass er mit Ärzten was zu tun hat. Ja. Aber das ist dann schon alles. Also die Semantik, die ist massiv gestört. Und das ist so ein typisches Krankheitsbild nach so einer Wernicke-Aphasie. Die Krankheitsbilder, die sind eben hier auch nochmal aufgeführt, also bei der Broca-Aphasie, da ist eben die Sprachgenerierung in erster Linie gestört, während das Verstehen ist noch da, das Verständnis für Sprache. Also ein Patient von Broca, der Monsieur Tan, den konnte man ihm Sachen sagen, der hat es verstanden, er konnte nur nicht sprachlich darauf reagieren. Bei der Wernicke-Aphasie eben die Spracherzeugung ganz flüssig ist, aber eben das Verständnis ganz, ganz schlecht. Und dann gibt es noch also verschiedene andere kleinere Formen, wie zum Beispiel also bei der globalen Aphasie, die ist natürlich bei einer riesigen Läsion immer sehr, sehr schlecht. Und es gibt natürlich noch Aphasien, bei denen die Übergänge zwischen diesen beiden Bereichen und anderen wichtigen Bereichen gestört sind. Und ein amerikanischer Psychologe namens Geschwind, der hat aus diesen ganzen Befunden ein Modell, das ursprünglich so ein bisschen von Wernicke kam, nämlich, also der Wernicke hat schon erkannt, dass es eben diese Region gibt, die für das Verständnis wichtig ist und die Daten von Broca, die waren schon bekannt für das Erzeugen von Sprache. Und der Herr Geschwind hat das Modell von Wernicke dann noch ausgeweitet und einfach so Kreisläufe entwickelt für bestimmte sprachliche Aufgaben, also was da ihm gemacht werden muss. Und wenn man zum Beispiel auf eine gehörte Frage antworten will, ja, dann hat man natürlich als Eingangssignal die gehörte Sprache, die erstmal in den auditorischen Kortex geht. Da wird die Frequenzzerlegung und alles, was da stattfindet, ja, das haben wir letzte Woche genau angehört. Und dann werden diese Signale weitergeleitet in das Wernicke-Areal, in dem dann wirklich den Lauten sozusagen Sinn gegeben wird. Und vom Wernicke-Areal wird dann die Information übertragen in einem Phasenzug, der heißt Fasciculus Arcuatus, in dieses Broca-Areal, wo dann praktisch die Antwort vorbereitet wird. Und diese vorbereitete Antwort, die wird dann in den motorischen Kortex geleitet, wo dann wirklich das motorische Programm entsteht. Ja. Diese Muskelaktivitäten,
die dann die dafür sorgen, dass die Sprachlaute im Kehlkopf, von der Zunge und von dem ganzen Apparat wirklich generiert werden. Und je nach Läsionsort treten eben dann die Störungen in unterschiedlichen Bereichen auf. Und man kann dann eben sehen, ob, wenn jetzt die gehörte Sprache nicht verarbeitet werden kann, ja, dann ob vielleicht die gelesene Frage, die muss eben dann im visuellen Kortex verarbeitet werden. Und die Wörter, die werden an dem speziellen Bereich des visuellen Kortex, dem Gyrus angularis, erkannt und da wird die Information dann wieder in dieses Wernicke-Areal weitergeleitet. Und auf die Art und Weise lassen sich eben für verschiedene sprachliche Aufgaben, zum Beispiel wenn man ein Wort nachsprechen soll, eben diese Kreisläufe auffinden. Also hier zum Beispiel, also beim gehörten Wort nachsprechen muss natürlich erstmal im auditorischen Kortex wieder verarbeitet werden. Ist eigentlich das ganz ähnlich wie vorher bei dieser Antwort auf die Frage. Und wenn eben hier dieser Faserzug durchtrennt oder sonst wie gestört ist, dann kann eben diese Antwort hier nicht übermittelt werden. Hier ist es einfach, wenn man das Wort liest, ja, dann ist der visuelle Kortex zuständig und die Information wird aber dann immer an das Wernicke-Areal. Das Wernicke-Areal ist die zentrale Schaltstation für das Verstehen von Sprache. Das Ganze wurde auch in Studien untersucht. Das sind hier sogenannte PET-Studien, Positronenemissionstomographie. Das ist ein Vorläufer der funktionellen Kernspintomographie, der eigentlich die gleiche Information liefert. Also hier ist auch wieder, wenn man sich einfach nur Wörter ansieht, dann wird hauptsächlich der visuelle Kortex aktiviert. Wenn man sich die Wörter hört, dann ist es der auditorische Kortex. Wenn man jetzt Wörter spricht, dann ist es hauptsächlich der motorische Kortex. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man ein Substantiv hört und dazu ein Verb generieren soll, ja, wenn man zum Beispiel Hammer hört und dann sagt schlagen, dann werden ihm hier diese Sprachbereiche aktiviert, hauptsächlich in der linken Gehirnhälfte. Weil die Sprache bei den meisten Menschen in der linken Hirnhälfte lateralisiert werden. Um das rauszufinden, gab es früher einen Test, das war der sogenannte VARA-Test. Und bei dem Test läuft es, also das wurde auch immer im klinischen Zusammenhang, ja, bei chirurgischen Eingriffen, wenn man einfach feststellen muss, wo jetzt das Sprachzentrum ist, links oder rechts, dann wird die Schlagader kurzzeitig sediert, also praktisch anästhesiert und dadurch wird praktisch die ganze Hirnhälfte so ganz kurzfristig außer Gefecht gesetzt. Und der Patient zählt dabei, sagt so 1, 2, 3 und wenn dann die Hirnhälfte betroffen ist, in der die Sprache lokalisiert ist, dann hört der Patient auf zu zählen. Aber das Ganze lässt sich aber jetzt auch, also inzwischen sowieso mit der funktionellen Kernspintomographie, ja, man kann solche Aufgaben durchführen wie vorher und dann lässt sich feststellen, welche Seite aktiviert ist. Man kann aber diese Lateralisation auch rein im Verhalten zeigen. Ja. Und zwar, wenn man Versuchspersonen einen Kopfhörer aufsetzt und im linken und im rechten Ohr unterschiedliche Reize vorgibt und die Versuchspersonen sollen dann die Worte, die sie hören, nachsprechen. Dann zeigt sich, dass ein Vorteil des rechten Ohrs besteht. Das heißt, die Versuchspersonen sprechen dann das nach, was zum rechten Ohr reinkommt. Ja? Und wenn man sich jetzt überlegt, wie das Ganze abläuft, dann ist ja so, dass die Sprachareale, also vor allen Dingen auch das Wernicke-Areal, das zum Verstehen der Sprache nötig ist, in der linken
Hirnhälfte sitzen. Und die Information, die vom linken Ohr reinkommt, die geht erstmal in den auditorischen Kortex in der rechten Hirnhälfte, weil es ja überkreuzt ist, wie bei fast allen Sinnessystemen. Und dann muss diese Information praktisch von der rechten Hirnhälfte erst in die linke Hirnhälfte übermittelt werden. Und dann kann man das nachsprechen. Während die Information, die vom rechten Ohr reinkommt, sofort in die linke Hirnhälfte geht und damit eher beim Wernicke-Areal in der linken Hirnhälfte ankommt und deswegen auch dominant ist und dann eben nachgesprochen wird. Das heißt, wenn man unterschiedliche Informationen in beiden Ohren hat, dann setzt sich praktisch die Information durch, die zum rechten Ohr reinkommt, weil die eben zuerst in den Sprachbereichen ankommt. Wie wird jetzt die Information übermittelt? Also hier, also natürlich, wenn man irgendwas nur im linken Ohr hört, dann versteht man das trotzdem. Ja? Das, aber irgendwo muss dann die Information von der rechten Hirnhälfte zur linken Hirnhälfte kommen. Ja? Und für diesen Informationstransfer zwischen den Hirnhälften gibt es verschiedene Faserzüge. Und der wichtigste dieser Faserzüge ist das Corpus callosum. Das sehen Sie hier abgebildet. Das heißt auch der Balken, weil es eben so ein großer Faserzug ist, der hier wirklich die Hirnhälften verbindet. Und so nach den neuesten Schätzungen sind da ungefähr so 1 Milliarde Nervenfasern in diesem Balken drinnen. Es gibt noch ein paar kleinere von diesen Übergängen, aber das Corpus callosum ist also der größte dieser Übergänge. Und um jetzt die Hirnhälften getrennt zu untersuchen, hat ein amerikanischer Physiologe, der Roger Sperry, Tierexperimente durchgeführt, bei denen er eben diesen Balken durchtrennt hat. Und er hat, also was man hier sieht, wenn jetzt nur der Balken, das hier durchtrennt wäre, dann wird die Information von dem linken und rechten Auge natürlich trotzdem noch in beide Hirnhälfte gehen, durch die Sehnervkreuzung. Ja? Die überkreuzen sich ja auch zur Hälfte. Und um eben die Information aus einem Auge, wenn man will, dass die Information aus einem Auge, zum Beispiel vom linken Auge, nur in eine Hirnhälfte geht, dann muss man eben das Chiasma Opticum auch noch durchtrennen. Der Sperry hat es untersucht mit Lernexperimenten, die er an Katzen durchgeführt hat. Und wenn jetzt entweder nur das Corpus callosum oder nur die Sehbahnkreuzung oder gar keines durchtrennt war, so wie hier, dann hat die Katze diese Aufgabe erlernt. Ja, die wurde einer von diesen beiden Reizen wurde belohnt und die musste den wählen. Und nach einer Zeit hat das Versuchstier den erlernt. Und wenn man dann die Klappe hier von dem rechten auf das linke Auge setzt, dann kann die Katze die Aufgabe natürlich trotzdem noch. Ja. Das ist irgendwie, naja, ist fast schon lächerlich. Ja. Wenn Sie irgendeinen Text lesen mit dem linken Auge und dann das linke Auge zumachen, dann wissen Sie das trotzdem noch alles. Ja. Wenn allerdings der Balken und das Chiasma Opticum durchtrennt wurden, ja, dann das gleiche Experiment gemacht wurde, das rechte Auge abgedeckt, Katze erlernt diese Aufgabe, die Reize hier sind nur in der linken Hirnhemisphäre. Wenn das Versuchstier die Aufgabe vollständig gelernt hat, ja, dann kommt dieser Filter hier, diese Augenklappe auf das andere Auge und die Katze muss wieder von null anfangen mit dem Lernen. Das heißt, diese Hirnhälfte hat zuerst diese Aufgabe gelernt, aber die Information darüber konnte sich nicht auf die andere Hirnhälfte ausbreiten. Die andere Hirnhälfte hat es nicht gelernt. Die muss dann mit dem Lernen wieder ganz von vorne anfangen. Das heißt, die beiden Hirnhälften sind hier wirklich
getrennt und unabhängig voneinander. Und interessanterweise gibt es auch menschliche Probanden, bei denen das Corpus callosum durchtrennt wurde. Und das macht man natürlich nicht einfach so, sondern man hat es gemacht in der Folge von epileptischen Anfällen. Das heißt, bei den Patienten, da haben sich epileptische Anfälle über die Hirnhemisphären ausgebreitet. Und um das einzudämmen, wurde dann eben das Corpus callosum getrennt. Wenn da keine Verbindung mehr da ist, dann kann sich das nicht mehr ausbreiten. Und bei den Menschen, da wurde natürlich die Sehbahnkreuzung nicht durchtrennt. Ja, ist ja vollkommen klar. Das Interessante war, also die Patienten, denen ging es deutlich besser. Ja. Diese epileptischen Anfälle waren nicht mehr so schlimm wie vorher. Und man hatte eigentlich und es gab überhaupt keine Nebenwirkungen. Gar keine. Bis man angefangen hat, die ein bisschen genauer und gezielt zu untersuchen. Und das Äquivalente zu dem Durchtrennen der Sehbahnkreuzung, macht man natürlich nicht, ist, dass man den Reiz einfach ganz kurz in einer Gesichtsfeldhälfte darbietet, sodass der nur dann eben in eine Hirnhälfte weitergeleitet wird. Aber wenn man das bei einem gesunden Probanden macht, hier wird das rechte Auge wird abgedeckt, man bietet hier im linken Gesichtsfeld einen Schlüssel dar, der wird dann auf der rechten Seite der Netzhaut im Auge verarbeitet und alles, was da auf der rechten Seite reinkommt, ja, alles, was links von der Nase ist, wird in der rechten Hirnhälfte verarbeitet. Und die Information wird dann natürlich über den Balken, das Corpus callosum, weitergeleitet in die linke Hirnhälfte und dann das Objekt erkannt, die Spracherzeugungsprozesse laufen an und der Proband sagt dann Schlüssel. Wenn man jetzt das gleiche Experiment oder die gleiche Demonstration macht mit einem Patienten, bei dem der Balken durchtrennt ist, ja, hier bitte die Information, das Objekt wird vermutlich auch hier erkannt als Schlüssel in diesen extrasriären visuellen Arealen, die in der Objekterkennung so gut sind. Aber die rechte Hirnhälfte kann jetzt die Information nicht an die linke Hirnhälfte weiterleiten und der Patient mit dem durchtrennten Balken kann das Objekt nicht benennen. Und auf die Art und Weise ließen sich Untersuchungen an ungefähr 10 Patienten, es gibt von den Patienten nicht allzu viele, durchführen, die aber im Alltag eigentlich überhaupt keine Probleme aufweisen. Und im Alltag weisen die natürlich keine Probleme auf, weil da eben das eine Auge nicht abgedeckt ist und die Patienten eben Kopfbewegungen, Blickbewegungen durchführen können, sodass die visuelle Information schließlich doch immer in beide Hirnhälften gelangt. Ja. Es sind nur in dieser experimentellen Situation. Aber dadurch lassen sich ein paar Experimente machen, die also wirklich sehr faszinierende Ergebnisse liefern. Wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Probandin mit so einem durchtrennten Balken vor einen Bildschirm setzt und da werden 2 Wörter dargeboten, ja, links zum Beispiel Löffel und rechts Apfel. Und wenn man jetzt der Probandin sagt, sie soll das Wort vorlesen, das sie am Bildschirm sieht, ja, welches Wort wird sie da vorlesen? Genau, weil die Information hier aus dem rechten Gesichtsfeld, ja, wird in der linken Hirnhälfte verarbeitet und die linke Hirnhälfte hat die Kontrolle über das Sprachzentrum. Ja. Wenn man jetzt der Probandin sagt, sie soll mit der rechten Hand das Objekt ergreifen, das da auf dem Bildschirm steht, also hinter diesem Schirm sind ein paar Objekte, ja, ein Löffel, ein Apfel und ein paar andere Sachen.
Und jetzt soll die Probandin mit der rechten Hand das Objekt ergreifen. Welches Objekt wird sie dann ergreifen? Ja, die rechte Hand, ja, wie wird die rechte Hand gesteuert? Von der linken Hirnhälfte, ja. Das heißt, die linke Hirnhälfte, das haben wir vorher schon gesehen, die linke Hirnhälfte hat auch gesagt, Apfel. Die linke Hirnhälfte sagt ihm dann der rechten Hand, den Apfel will ich. Wenn man jetzt aber die Probandin bittet, mit der linken Hand das Objekt zu ergreifen, welches Objekt wird sie dann ergreifen? Ja? Dann den Löffel. Man kann sich das alles genau überlegen. Ja? Und ist natürlich klar, dass man diese Probanden dann auch in Widersprüche verwickeln kann, wenn man böse sein will. Aber es ist schon faszinierend, weil das zeigt, dass also auch bei uns Menschen diese Gehirnhälften eigentlich auch vollkommen unabhängig voneinander arbeiten können, aber eben in der Regel, also die Eingangssignale, die sensorischen Eingangssignale sehr, sehr ähnlich sind, weil wir uns einfach auch aktiv in der Umwelt bewegen und sorgen, dass die Informationen in beide Hirnhälften kommen und weil die beiden Hirnhälften über das Corpus callosum, über den Balken wirklich sehr ausführlich miteinander kommunizieren. Ich zeige Ihnen hier noch ein weiteres Beispiel. Ja. Wenn man so Split-Brain-Patienten im Porträt ganz kurz zeigt, die aus zwei Teilen bestehen, aus so ein Gesicht, das aus zwei unterschiedlichen Hälften besteht, ja, und eben dann die Patientin, indem wir auch wieder befragt, wen haben Sie gesehen, ja, dann antwortet eben die linke Hirnhälfte, ja, dass sie die Frau mit den roten Haaren hier gesehen haben, das, was in der rechten Gesichtsfeldhälfte präsentiert war. Während eben, wenn die Patientin auf die Person zeigen soll, natürlich mit der linken Hand, dann würde sie eben entsprechend auf die andere Person zeigen. Das heißt, also die beiden Hirnhälften, die arbeiten da wirklich unabhängig voneinander. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ob man jetzt da zum Beispiel doppelt so viel lernen könnte. Ja. Aber das Problem ist, dass die Informationsaufnahme eigentlich immer erfolgt mit, also zwei Augen zum Beispiel, die zusammenarbeiten, ja, die gemeinsam den Text durchgehen. Man kann das, es ist sehr, sehr schwierig, das unabhängig voneinander dazu überhaupt die Eingangssignale ins Gehirn zu bringen. Diese Lateralisierung, also die Sprache ist wirklich das Beispiel, wo eine Funktion ganz massiv in einer Hirnhälfte lateralisiert ist. Es gibt weitere Unterschiede, aber die anderen Unterschiede sind eigentlich eher so ein bisschen, also deutlich geringer. Die größten Unterschiede sind noch eben außer der Sprache, die linkshemisphärisch ist, dass Musik und Prosodie, also die Sprachmelodie, die sind eher in der rechten Hirnhälfte lokalisiert, ebenso wie die Gesichtserkennung in der rechten Hirnhälfte dominant ist. Es gibt andere, kleinere Unterschiede, aber die Unterschiede sind nicht so groß. Also diese, was man oft so in populärwissenschaftlichen Texten liest, linkes Hirn, rechtes Hirn, das lässt sich eigentlich in wissenschaftlichen Untersuchungen nicht so dramatisch zeigen. Man findet kleine Unterschiede, aber nicht so massive Unterschiede. Die Unterschiede, also die jetzt hier gezeigt sind, die sind ja zum Teil natürlich belegt durch funktionelle Kernspintomographie, indem man sich anguckt, ob jetzt eine Hirnhälfte stärker aktiviert wird als eine andere. Zum Teil kommt es aus Patientenuntersuchungen zustande, Patienten, die eben eine Schädigung in einer der Hirnhälften aufweisen. Und da kann man dann auch gucken, durch Computertomographie und so weiter, ob eben wenn die Schädigung in einer Hirnhälfte ist, wie sich
das dann auswirkt. Und es gibt, also hier zum Beispiel im Parietalkortex, da gibt es also relativ viele Schädigungen, die nach parietalkortikalen Läsionen auftreten. Das sind oft Störungen der Orientierung im Raum. Die meisten davon sind allerdings nicht lateralisiert. Es gibt allerdings eine davon, das ist der sogenannte Neglect. Der ist lokalisiert. Der tritt praktisch immer auf nach Läsionen, nach Schädigungen der rechten Hirnhemisphäre. Wenn im rechten Parietalkortex so an der Verbindung zwischen temporal, occipital und Parietallappen, wenn da eine Läsion auftritt, dann führt es sehr oft zu Neglect, zu dem sogenannten Neglect. Was ist der Neglect? Der Neglect ist eine Schädigung, bei der eine Gesichtsfeldhälfte praktisch ignoriert wird, vernachlässigt wird. Darum heißt es auch Neglect. Ja? Also im Verhalten sind die Patienten so, als ob diese linke Seite der Welt, es ist praktisch immer die linke Seite der Welt, weil es eben nach den Schädigungen des rechten Parietalkortex auftritt, einfach nicht existieren würde. Das lässt sich sehr leicht messen, indem er den Probanden zum Beispiel Linien vorgibt und die sollen die Linien halbieren. Ja? Einfach da einen Strich hin machen, wo die Hälfte der Linie ist. Und weil diese Patienten eben die linke Seite vernachlässigen und es wirklich so ist, als ob diese linke Seite der Linie nicht existieren wird, machen sie die Striche immer zu weit rechts. Oder man gibt ihnen ein Muster vor und ganz viele Buchstaben mit A's und mit E's. Also ganz viele A's und da sind ein paar E's drinnen und die Patienten sollen jetzt alle E's durchstreichen. Das ist eine sehr öde Aufgabe, aber nicht sehr schwierig, aber bei den Neglect-Patienten zeigt sich, dass eben die E's hauptsächlich auf der rechten Seite durchstreichen und die auf der linken viele noch stehen lassen. Ja? Und es gibt auch sogar Patienten, die dann beim Neglect die linke Seite von Objekten vernachlässigen. Und wenn man denen zum Beispiel sagt, die sollen jetzt irgendwie diese Objekte nachzeichnen, dann lassen sie eben in der linken Hälfte viele Sachen weg. Und natürlich ist es so, dass die Sehfähigkeit der Patienten vollkommen erhalten ist. Ja? Also es ist nicht so, dass sie jetzt ein Skotom haben, dass sie in der linken Seite nichts mehr sehen. Die können eigentlich mit dem visuellen System alles noch sehen, aber sie können es nicht wahrnehmen. Und also die Gründe dafür, man geht davon aus, dass die Störung durch Aufmerksamkeitsbeeinflussungen zustande kommt. Es ist schwierig, also bei vielen Fällen in dem Neglect erholt sich das Gehirn dann spontan und es dauert so nach einem Jahr, geht die Schädigung zurück, aber bei vielen Patienten bleibt es auch. Und es so an Therapien gibt es zwar viele unterschiedliche, aber so die ganz eindeutige Wirksamkeit ist noch nicht belegt. Ich zeige Ihnen hier noch ein Beispiel. Es ist von einem bekannten Maler, Anton Räderscheid, dessen Bilder in ganz vielen Museen hängen. Der hat viele Selbstporträts gezeichnet. Und 1967 hat er einen Schlaganfall bekommen. Das ist jetzt hier so ein Bild vor dem Schlaganfall. Und nach dem Schlaganfall hat er zwar weitergezeichnet, aber ihm dann die linke Hälfte des Gesichts weggelassen. Dann 6 Monate später kommt die dann so langsam wieder rein und dann ein Jahr nach dem Schlaganfall hat er dann wieder das ganze Gesicht gezeichnet. Okay, damit sind wir heute auch schon fertig, ein bisschen früher als sonst. Sprache ist spezifisch für Menschen, ja. Es ist eine sehr komplexe Wahrnehmungsleistung, die sich vermutlich aus Gesten entwickelt hat. Und wichtig sind einfach das Wernicke und das Broca-Areal zum Verstehen und zum Erzeugen der Sprache. Bei den meisten Menschen ist die Sprache in der linken Gehirnhemisphäre lateralisiert und zwischen den beiden Großhemisphären kommt es zu einer unterschiedlichen Gewichtung von verschiedenen Funktionen. Im Fall der Sprache ist es
eine massiv unterschiedliche Gewichtung, bei anderen Funktionen so eine leicht unterschiedliche Gewichtung. Das war's für heute. Vielen Dank.